Moin Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge Kingdom Come Deliverance. Ist jetzt ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Wir haben eine Kopfverletzung, das weiß ich noch. Ja, schwerere. Blutung. Verletzter Torso, ja, der Kampf gegen den letzten Gegner war nicht so einfach. Ich hoffe, dass wir nicht noch einen Kampf erleben werden. Wir sind weiter auf dem Weg dahin, hinter die Palisaden hier zu gucken. Ja, ich kann nicht mehr viel mitnehmen. Mein Inventar ist fast voll, bevor ich überladen bin. Hier an der Palisade vorbei, weil auf dieser Seite sind wir noch nicht hergelaufen. Ich hoffe, ich bin nicht langsam am Verbluten dadurch, dass ich diese Kopfverletzung habe. Ich weiß nämlich nicht, wie ich mich aktuell heilen kann. Oh nö. Wartet mal, da sind nämlich welche. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir die nicht vielleicht ausschalten können, weil das sind hundertprozentig sind das Plünderer. Fass, Spitzer, los! Hi. Ah ja. Ja, ja, verschwinde lieber. Ganz genau. Nicht, dass ihr einen Streitkolb mitnehmt. So. Ja. Aua! Ja, ich habe ja nicht mehr viel Leben. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Hauen kaputt! Los! Jawohl. So muss das. Okay. Groschen mitnehmen. Und haben wir hier denn noch einen Verband? Ja, sehr gut. Freunde. Die Axt macht 22 Schaden. Und was ist mit dem Streitkolben? Wartet mal, Waffen. Streitkolben macht viel, viel mehr Schaden, Freunde. Den nehmen wir auf jeden Fall. Inventar. Die Axt ist doof, der Streitkolben ist besser. Er ist zwar nicht mehr so gut in Schuss, das dürfte das ja wahrscheinlich heißen, ja, der Zustand. Aber das ist jetzt mal egal, die Axt, die werden wir mal fallen lassen. Und nur noch den Streitkolben in die Hand nehmen. Okay, jetzt habe ich das Streitkolben weggesteckt. Niedrige Werte. Mit Q im Inventar. Hier erfährst du, welche Voraussetzungen für die Nutzung des Gegenstands erfüllt sein müssen. Minimum Stärke 4. Was habe ich denn? Stärke? 3! Ach, den kann ich gar nicht benutzen. Ich kann ihn wahrscheinlich schon benutzen, aber würde jetzt mal vermuten, nicht richtig. Wie gespeichert? Okay. Achso. Das sind die Informationen. Groschen nehme ich mit. Hier gehe ich aber mal geduckt entlang. Und ich hoffe, dass jetzt hier im Prinzip gleich die Cutscene kommt mit dem Herrn Ritter Robart. Und ich dann. Ja! Perfekt. Bin wieder still.
zieh dich! Hau ab! Na los, hau ab, weg jetzt, los! Einen einzigen Groschen findet man hier. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du musst auch gar nichts sagen. Du hast das ja selbst erlebt. Ich weiß, dass du es verstehst. Okay, wir sind jetzt an dieser Stelle wieder Heinrich. Aber ich möchte dich trotzdem noch etwas fragen. Ich möchte dich noch etwas fragen. So. Sie hat mir ja sehr viel erzählt. Fang einfach mal oben an. Das gestohlene Silber aus den königlichen Minen. Dein Vater und Stibor haben wirklich die Minen geplündert? Himmel. Ich glaube, selbst Fritz und Matthäus würden das nicht wagen. Und es gibt nicht viel, was diese Banausen nicht tun würden. Ja, natürlich hat Vater das nur für uns getan, aber es war wirklich unverantwortlich. Du wirst das doch niemandem sagen, oder? Nein, das verspreche ich. Was ist eigentlich mit dem Silber? Vater hat es wie immer diesen widerlichen Gesellen übergeben. Wo es dann gelandet ist, weiß ich nicht. Okay. Ja gut, der Rest. Man kann ja auf jeden Fall mal sagen, dass es mutig von ihr war, den Überlebenden zu helfen, finde ich. Ganz schön mutig, zurückzugehen und den Überlebenden zu helfen. Als ich nach Scarlet zurückkam, trieben sich dort nur Halunken herum. Ich bezweifle, dass ich jetzt hier wäre, wenn du nicht gewesen wärst. Weißt du, was der Gemeindepfarrer immer sagte? Ohne Nächstenliebe ginge alles vor die Hunde. Ich konnte euch nicht eurem Schicksal überlassen. Jeder gute Christ hätte so gehandelt. Wer weiß. Nicht jeder ist so mutig wie du. Gut. Das ist eigentlich alles, was ich wissen wollte. Mehr wollte ich nicht wissen. Und danke für alles, was du mir erzählt hast, ja? Danke für alles, was du mir erzählt hast, Theresa. Ich weiß, es ist nicht leicht, darüber zu reden. Es hat mir geholfen, weil du es selbst erlebt hast. Hab Dank. Ich bin wirklich froh, dass du überlebt hast. Ja, ich auch. Also, dass du überlebt hast. Übrigens, Heinrich, ich habe etwas für dich. Von den Waffenknechten, als wir dich aus Scarlet holten. Ich wollte dir das Geschenk schon früher geben, aber es stammt von den Garnisonstruppen aus Scarlet. Sie überreichten es mir für meinen Mut. Aber ich hoffe, ich werde so etwas nie brauchen. Hm? Sag schon. Was ist es? Ein Schild mit dem Scarletzer Wappen. Ich will, dass du es bekommst. Zum Schutz und als Andenken von zu Hause. Klar. Hat sie in der Hosentasche. Hab Dank, Theresa. Natürlich. Hab Dank für alles.
Das Los einer Frau, eine neue Errungenschaft. Okay. So, wollen wir mal gucken. Na, warum hat sich das direkt wie geschlossen? Ich wiege zu viel. Wegen dem Schild. Oder wegen des Schildes, besser gesagt. Skalitzer Schild, das rutschten wir direkt mal aus, weil das können wir ja sicherlich ganz gut gebrauchen. So, was können wir denn mal loswerden, um nicht mehr so viel zu wiegen? Die habe ich an. Doch gut. Wiegt wenig. Kunesh's Axt. Gut, was will ich groß mit Kunesh's Axt, ne? Als Schwert benutze ich ihn als Hauptschwert, Waffen, genau, Nadel benutze ich, und Kunesh's Axt werde ich jetzt einfach mal entsorgen, du brauchst keinen Mensch meines Erachtens noch. Jetzt liegt die hier irgendwo auf dem Boden, ach, Kunesh's Axt. Ich brauche sie nicht. So, Schwert habe ich. Und dann wollen wir doch mal schauen. Wer bist du denn eigentlich? Hast du noch einen Namen? Ne, nur Köter. Okay. Aufgaben. Der ehrbare Dieb. Besorge dir eine Schaufel. Beschaffe Müller Peschek den Ring des Toten. Genau das war das. Wir sollten die Toten bestehlen. Aber erstmal brauchen wir eine Schaufel. Die hat mir letztes Mal nämlich nicht gefunden. Irgendwie so war das, ne? Irgendwo eine Schaufel. Eine Schaufel. Schaufel suchen, das macht Spaß. Ja, 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 ja. Oder vielleicht auch nicht so, vor allen Dingen, weil wir es schon mal getan haben und auch keine gefunden haben. Hier war keine, ne? Drinne. Nein, aber hatte er nicht irgendwas gesagt in der Nähe vom Wagen hier irgendwie? Oder vielleicht im Haus? Gucken wir nochmal im Haus. So, das ist die Mühle. Aber hier sieht mir auch nichts nach Schaufel aus. Aua. Hier jetzt auch nicht. Und jetzt sagt mir bitte nicht, dass ich bereits eine Schaufel im Gepäck habe. Nee. Das ist gut. Hätte ich wahrscheinlich auch einen Ausraster bekommen. Aber wofür finde ich eine Schaufel? Sag mir das, Peschek. Gelobt sei Jesus Christus. Genau. Kann ich dich was fragen? Okay. Das wäre alles. Kann ihn nicht nochmal fragen, wo ich eine Schaufel finde. Gott behüte dich. Ja, danke dich auch, ne? Auch wenn du mich ja eigentlich nicht leiden kannst. Hier komme ich nicht rein. Hier irgendwo eine Schaufel. Auch nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Sehr gegrüßt, Heinrich. Theresa, konnte ich jetzt nicht noch eine Frage stellen, ne? Wo hast du den Hund her? Ich wüsste gerne... Nee. Das wäre alles. Leider nein. Wollen wir doch. Ja, wir müssen erstmal weitersuchen, ne? Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Hier kann man nicht rein. Aber, naja. Wie dem auch sei. Ich habe jetzt keine Schaufel gefunden. Aber er hat doch gesagt, beim Wagen liegt eine Schaufel.
irre ich mich da vollkommen? Im Wagen vielleicht? Da habe ich doch sicherlich auch schon mal reingeguckt, oder? Vitalität, jo, schön. Hier ist auf jeden Fall nichts drin. Gut, wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit hier irgendwie versuchen, eine Schaufel zu finden, sondern wir machen jetzt einfach mal bei den Hauptquests weiter. Das machen wir jetzt erstmal nicht Vergeltung, sondern wir machen jetzt erstmal das Erwachen. Vielleicht finde ich ja auf dem Weg irgendwo eine Schaufel. Wir gucken jetzt nochmal hier drüben. Aber ich würde jetzt... Und ich habe eine Schaufel gefunden. Was sagt er mir hier, dass ich Hunger habe? Aber so viel Hunger habe ich doch gar nicht, oder? Was passiert denn, wenn ich was esse? So zum Beispiel... Könnt ihr es hier noch sortieren? Ja. Das schmeißen wir mal weg. Das ist nicht mehr gut. Ja, alle drei. Den Käse. Den wollen wir mal essen. Dann habe ich keinen Hunger mehr. Aber dann essen wir auch gleich die Karotte hinterher. Und somit... Wie gesagt, 78 von 78. Das ist gut. Besorge dir eine Schaufel. Dann kann ich nämlich jetzt auch diese Quest nochmal wegmachen. Beschaffe Müller Peschek den Ring des Toten. C ist da hinten. Dann wollen wir mal gucken. Dann müssen wir wahrscheinlich ziemlich schleichen, ne? Wie weit ist das denn überhaupt? Wir müssen hier hin. Das neue DLC-Quest, okay. Aktivitätengeber, Questgeber. Naja, gehen wir erstmal weiter. Machen diesen Auftrag zu Ende. Dann gucken wir mal, was wir sonst noch machen. So. Denn hier was Schönes. Hallo? Ein Privathaus, ja, Schloss knacken möchte ich jetzt nicht unbedingt erstmal. Ist das hier der richtige Weg oder musste ich da rechts vorbei? Ich muss da rechts vorbei. Okay. Nochmal über die Brücke hier. Aber hier war es in diese Richtung schon richtig, meine ich. Ja. Oder? Ich muss mich jetzt hier gleich nur durch den Wald rechts schlagen. Werden wir ja wohl irgendwo und irgendwie hinbekommen, nicht wahr? Jetzt einfach mal hier querfeld ein und hoffe, dass wir hier durchkommen. Aber generell sollte dem ja eigentlich nicht so viel im Wege stehen, ne? Das sieht schon mal gut aus. Noch ein Weg. Folgen wir dem Weg mal in die Richtung, weil das sieht, schaut richtig aus. Ist hier nämlich nicht eingezeichnet. Aber es sollte kein Problem sein. Und hier oben ist wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, der Friedhof. Wollen wir mal schauen. Hallo, wer bist du? Henker, oh. Manche Leute können dir etwas beibringen, wobei es vorkommen kann, dass du dafür bereits die Grundlagen beherrschen musst. Ich habe schon mal jemanden geschafft, vom Haus wegzulocken. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal auch. Also, auf geht's. Peschek, der Müller, schickt mich. Er möchte sich bei dir entschuldigen, weil er dir letztes Mal zu wenig Mehl gegeben hat. Du sollst den Rest bei ihm abholen. Dieser Gauner, wie viel ist es? Ein halber Sack. Peschek muss blau gewesen sein. Das ist ein Batzen. Ich gehe gleich los. Ja, perfekt. Ja, geh doch mal. Viel Spaß damit. Das war zwar nicht die Wahrheit, aber... Der Gute ja nicht wissen. Hey, wer ist da? Ich bin das. Hallo. So, wollen wir doch mal gucken, ob wir da was machen können. Hoffentlich ist hier oben nicht noch jemand extra.
Okay. Ihn zu graben. Ist es hier? Allmächtiger, was für ein Gestank. Wie lange liegt er hier schon rum? Ja, wahrscheinlich schon länger, ne? Hier ist nichts. Und was ist mit der rechten Hand? Scheiße, auch kein Ring. Wo zum Teufel ist er hin? Boah, der Gestank. Gleich muss ich kotzen. Dafür reiße ich Peschek den Arsch auf. Ja. Aber vielleicht gibt es ja noch mehrere Gräber. Sieht jetzt nicht danach aus. Gut. Kann ich denn das wieder zumachen wenigstens? Damit das nicht auffällt. Hallo. Okay. Kann ich auch nicht zumachen. Naja, wie dem auch sei. Wir kehren mal zurück. Gehen jetzt mal daher, wo der Henker hergelaufen ist. Der wird ja wahrscheinlich hier runter. Ach so, ja, okay. Vielleicht schaffe ich es ja auch vor dem Henker bei Peschek zu sein. Weil dann kann ich ihn schon mal vorwarnen wegen dem Mehl. Aber wo ist der Henker überhaupt? Der ist ja ganz schön flott hier unterwegs, ne? Hier runter. Versuche durch die Abkürzung im Prinzip vor ihm da zu sein. Den Rattai, okay. Den jetzt nicht mehr, aber es muss natürlich nicht sein, dass der jetzt auf dem Weg entlang läuft. Der könnte ja theoretisch auch einfach, sobald er aus dem geladenen Gebiet weggegangen ist, direkt gesprungen sein sozusagen zum Endort und ich würde dann Ärger mit dem Müller Peschek bekommen, was ich wahrscheinlich glaube, dass das so kommen wird. Mal sehen. Falls er dann noch nicht sein sollte, werde ich ihm das mit dem Ring sagen und dass er dem anderen, dem Henker möglicherweise Mehl schuldet, aber oh, der ist schon da, der ist schon da. Okay. Hallo Müller Peschek. Ich beende mal lieber das Gespräch, weil der Henker steht direkt daneben. So, okay. Jetzt nochmal. Was hat er gesagt? Irgendwas mit einer Schande. Wir sprechen hier, hier kann er uns nicht hören. Müller, Peschek, da war kein Ring. Die Leiche war dort, aber kein Ring. Was zum Teufel geht hier vor? Immer mit der Ruhe. Wenn der Ring nicht da war, muss ihn der Henker genommen haben, bevor er den Mistkerl begraben hat. Ich ahne, wo das hinführt. Du willst, dass ich den Ring vom Henker hole? Schlaues Kerlchen. Nur würde ich dir raten, ihn nicht drauf anzusprechen. Er ist ein bisschen empfindlich, wenn es darum geht, die Toten auszunehmen. Besser du klaust ihn. Okay. Na gut, ich besorg dir den Ring. Wahrscheinlich hat er ihn bei sich im Haus in seiner Truhe versteckt. Weißt du, wie man mit einem Schloss fertig wird? Willst du, dass ich es mit einer Stange aufbreche? Nein, du Hornochse. Das geht auch mit Fingerspitzengefühl. Zaghaft und vorsichtig, wie wenn du eine Jungfrau nagelst. Ah ja. Ich kann keine Schlösser knacken bisher. Vielleicht lehrt er uns jetzt noch ein bisschen, dass es ein bisschen einfacher geht. Hab noch nie versucht, ein Schloss zu knacken. Hol mich der Teufel. Wie bin ich bloß an so einen Grünspan geraten? Dann muss ich's dir eben beibringen. Komm mit. Möge Gott über dich wachen. Versuche die Truhe zu öffnen. Okay. Nimm den Dietrich in die rechte Hand und ertaste damit die Zuhaltung des Schlosses. Die Klinge nimmst du in die linke Hand und nutzt sie, um den Mechanismus im richtigen Moment zu... Hast du's? Ja. Gut. Jetzt drehst du das ganze Schloss mit der Klinge. Aber lass die Zuhaltung, ja? Du hast den Dietrich abgebrochen. Das Krachen da bis nach Kuttenberg zu hören. Du musst dich vorsehen. Ja, das Problem ist ja auch, was soll ich denn machen? Hack! Ich muss das ja hier in der Mitte halten.
Es ist hiermit gar nicht so leicht mit Maus und Tastatur. Aus dir wird wohl noch was einbrechen. Aber merk dir eins, diese Truhe ist nur zum Üben. Die richtigen Schlösser musst du auf den Weg. Warum habe ich jetzt so viel Gewicht wieder dabei? Was habe ich denn jetzt schon wieder bekommen, dass ich so viel wiege? Alte Stiefel habe ich ja noch nicht mal an, ne? Sind überhaupt an? Also Rüstung? Edlen Schuhe. Da ist zwar nicht mehr viel drauf, aber ja, noch die leicht gepolsterte Rüstung, aber ich habe ja die hier an. Lederwams. Nicht viel wert. Hier, komm, hau den wohl weg hier. Damit. Da muss ich mir vielleicht mal was überlegen, ob ich in Zukunft mit Controller spiele. Vielleicht geht es damit leichter. Wäre das wahrscheinlich mal. Ups. Natürlich. Ich werde es wahrscheinlich in der nächsten Folge einfach mal ausprobieren, ob das damit ein bisschen einfacher geht. Mal sehen. Wir gehen jetzt aber einfach nochmal wieder da hoch. Ich will jetzt mal gucken, ob wir irgendwie auch schnell reisen können. Geht das? Kann ich hier schnell reisen? Nein, nein, nein. Aber da drüben kann ich nicht schnell reisen. Okay. Das heißt, wir müssen wieder da hochlatschen. Finde ich jetzt nicht das große Problem. Ich will mal hierher laufen. Hier war ich noch nicht. Ich finde, das Spiel sieht immer noch schöner aus. Es hat zwar gerade in den Gesprächssequenzen so ein paar grafische Schwachstellen, aber ist nicht weiter tragisch. Okay, jetzt, wo es mir gerade angezeigt wird, so langsam ist er müde. Aber bevor wir uns schlafen legen, machen wir das hier auf jeden Fall noch zu Ende. Beziehungsweise führen es ein wenig weiter. Schon außer Puste, ne? Komm ich hier wenigstens hoch? Irgendwo? Wo hier? Ja, perfekt. So muss das. So, jetzt sollte ich eigentlich schon so gut wie da sein. Mal vermuten. Na komm. Ja, perfekt. Okay, er ist natürlich wieder zu Hause, der Henker. Aber vielleicht kann ich ihn ja nochmal irgendwie weglocken. Aber vielleicht ist er jetzt auch schlecht auf mich zu sprechen. Hallo? Oh nein, ich bin in einem privaten Bereich. Wo ist denn der Herr Henker? So. Ja. Den Schleichen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Dietriche haben. Mal gucken. Riegelt, perfekt. Glück habe, wenn ich gleich richtig. Ja, Groschen klaue ich ihm, aber sonst ist hier nichts dabei. Wo geht's denn hier hin? Oh, ich dringe hier unrechtmäßig ein, das weiß ich selber. Oh, was will ich denn machen? Ach du Scheiße. Jo, haben wir schon gedacht.
im privaten Bereich. Die unrechtmäßig ein. Okay. Hä? Ach, hier. Wer bist du? Chest. Shit. Jau. Jau. Jau, 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 jau. Du weißt, wer ich bin übrigens. Aua! Au! Aua! Okay. Dieses Kampfsystem ist manchmal... Manchmal geht's total easy, manchmal nicht. Bitte was? Nein. Ernsthaft? Ich darf alles nochmal machen. Weil das letzte Mal als gespeichert wurde. Oh nein, 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 nein. Ich trage zu viel. Gut. Das Ganze werden wir gleich mal... Was muss ich denn jetzt machen? Ja, ich bin so... Ich bin gerade ein bisschen neben der Kappe. Weil ich gerade ein bisschen, ja, was soll ich sagen? Verwundert bin. Habe ich denn die Schaufel schon? Schaufel. Nee, habe ich auch noch nicht. Hier, der Lederwams. Fallen lassen. Nicht so viel. Das wiegt 13. Und das ist doch hier das. Ach du meine hier, der weg damit. Hab ich denn dabei, wie viel Kladderer Dutch damit? So, jetzt wie hier wieder unter dem jeweiligen Kilo Ding. So, Schaufel mitnehmen. Naja, wie dem auch sei. Ich bin noch nicht überladen. Wow. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich werde jetzt offscreen das gleiche machen, was wir eben schon gemacht haben. Und ich hoffe, euch hat die Folge, wie gesagt, gefallen. Lasst eine Bewertung da, wenn ihr möchtet. Und Theresa, klaust du jetzt etwa die Sachen, die da liegen? Naja, okay. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und ich freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir spielen Kingdom Come Deliverance. Bis dahin, ciao!